Operation in der Klinik am Südring. Dr. Magda Kauderbach behandelt nun auf der Kinderstation die akuten Erkältungsbeschwerden der 6-jährigen Jana. Die Untersuchung wird jedoch schwieriger als erwartet. Denn Mama Imke und ihre Tochter haben auf der Fahrt ins Krankenhaus etwas Wichtiges verloren. Hi. Hallo. Hallo. Kauderbach, guten Tag. Hallo, wer bist du denn? Ja. Das ist die Jana. Und Jana? Hallo, Jana. Na, hallo. Weshalb bist du hier bei uns heute? Hm? Ich habe Schnupfen und Husten. Ja, Fieber hatte sie jetzt auch so stark. Ja. Und da hatte ich, ne, es ist jetzt Wochenende, ihr Kinderarzt ist nicht da, aber weil sie doch relativ erhöhte Temperatur hatte und sie packt sich ständig ans Ohr. Die kleine Jana kam mit einem grippalen Infekt und akuten Ohrenschmerzen zur Vorstellung. Prinzipiell in dieser Jahreszeit keine besondere Erkrankung. Bei der Untersuchung erwartete uns allerdings dann eine besondere Herausforderung. Jetzt gucke ich dir erstmal einmal in deinen Mund hinein. Mama, ganz weit aufmachen. Ah! Sehr gut, das machst du. Jetzt schaue ich noch einmal in dein Ohr hinein. Ja? Ich mache das auch ganz, ganz vorsichtig, damit das Ohr nicht wehtut beim Hineinschauen. Ja? Soll Mama dir mal dein Blut geben, dein Stofftier? Weil sie hat eigentlich immer so mit den Ohren, hat sie immer Angst. Weißt du, wo wir den hingetan haben? Komm, ich gucke jetzt noch mal in dein Ohr hinein. Nein, ja? Bobby. Ich will mein Blut. Komm, ich will da nur mal ganz kurz einen Blick drauf werfen. Ob es in deinem Ohr rot ist, ob du Medizin brauchst. Das tut nicht gut. Mensch, das gibt's aber auch nicht, dass wir jetzt dieses Stofftier von dir verloren haben. Weißt du denn gar nicht, wo der ist, wo wir den hingetan haben? Kann das hier sein? Vielleicht im Taxi. Ja. Oh, wer kommt denn da? Hallo? Ja, hier ist ein Herr. Ich glaube, der Taxifahrer. Guten Tag. Guten Tag. Genau. Du hast das Video bei mir im Auto vergessen. Guck, ist das dein Blut? Mal, wer ist das denn? Das ist aber lieb. Gerne, weil, wissen Sie, weil ich selber ein Vater bin, dann kenne ich das auch, die Situation. Ja, das ist schön. Dann wir wollen dich jetzt gar nicht untersuchen lassen. Na, das ist ja toll. Das ist ja genau im richtigen Moment. Prima. Haben wir den bei Ihnen vergessen, ne? Ja, der war da lag bei mir. Vielen Dank, wir haben uns das Leben gerettet. Wie sagt man auf Türkisch? Teşekkür ederim. Ja, genau. Dankeschön. Einen schönen Tag mit Ihnen. Tschüss. Danke sehr. Tschüss. Danke nochmal. Also ohne den. Das ist ja toll. Dann können wir ja jetzt einmal in dein Ohr schauen, ja? Das ist nämlich ganz wichtig. Komm mal her, dreh den Kopf hoch. Super fein. Super machst du das. Da sieht es aber wirklich sehr rot aus. Zeig mal die andere Seite. Guck mal zu mir. Okay, ja. Oh ja. Gut, prima. Also, schon prima vorbei. Hast du das gemacht. Toll. Und der Pluto hat das auch super gemacht. Ich habe die kleine Patientin, nachdem ich eine ausgeprägte eitrige Otitis media, also eine Mittelohrentzündung, festgestellt habe, dann sofort antibiotisch behandelt, habe der Mutter eben noch mal auf den Weg gegeben, dass es sich im Laufe der nächsten 2 Tage deutlich bessern müsste mit der Symptomatik und dass sie sonst eben noch auf jeden Fall einmal vorstellig werden müsste. Die kleine Patientin wird sich dank der Antibiotikatherapie vollständig erholen. Doch nun braucht der 7-jährige Milo die Hilfe von Dr. Kauderbach. Mutter Marie hat große Angst, weil der Kinderarzt ihres Sohnes eine beunruhigende Entdeckung gemacht hat. Bitte? Frag mich mal. Hallo, Kauderbach. Hallo, guten Tag. Wer bist du denn? Milo. Milo? Guten Tag, Milo. Ich bin Dr. Kauderbach. Ich bin die Kinderärztin hier auf der Station. So, und ihr Hausarzt hat sie hier zur weiteren, oder der Kinderarzt hat sie weitergeleitet, ja? Der Kinderarzt hat nur festgestellt, dass er eine vergrößerte Milz hat. Und deswegen hat er gesagt, das muss unbedingt noch abgeklärt werden. Ja, Okay, was aber dann? Ich habe da auch im Internet ein bisschen recherchiert. Eine vergrößerte Milz kann ja auch schwerwiegende Erkrankungen, wie zum Beispiel auf Krebs hinweisen. Ja, gut, im Internet, das ist natürlich immer so ein zweischneidiges Schwert, wenn man sich da informiert. Ne, dann gibt es ja immer ganz fürchterliche Erkrankungen, wenn man da das mal anklickt. Also das ist wirklich nicht unbedingt zu empfehlen. Also ich denke, ja, Kinderarzt hat sie jetzt ja hierher geschickt und da werden wir uns dann der Sache in Ruhe annehmen. Also Internet kann wirklich mehr beunruhigen. Ja, das stimmt schon. Einem gut tut, sich da zu informieren. Und er hat halt auch Beschwerden, ja? Ja, also er hat immer weniger gegessen, hat richtige Appetitlosigkeit gehabt. Deswegen sind wir dann auch zum Kinderarzt gegangen und er hat die vergrößerte Milz diagnostiziert. Guck mal, magst du dich schon hinlegen? Ja, ich gucke mir das jetzt mal in Ruhe an. Ja, wir werden jetzt einmal leg dich mal hin. Ich habe selber 4 Kinder und kann die Sorge der Mutter absolut nachvollziehen. Nichtsdestotrotz ist es absolut keine gute Idee, auf der Suche nach Diagnosen im Internet rumzuschauen und dann vom Allerschlimmsten auszugehen. Siehst du, guck mal, da oben ist Fernseher, da können wir deinen Bauch untersuchen. Perfekt.
aber man sieht eben schon die vergrößerte Milz. Ne? Das ist ja bei uns eben auch eindeutig darzustellen. Gut, also da muss schon weitere Diagnostik noch laufen. Dann. Und woran kann das liegen, diese vergrößerte Milz? Da gibt es verschiedene Ursachen. Wir müssen jetzt einfach da mal ein bisschen Diagnostik erstmal betreiben. Fieber hat er nicht gehabt jetzt, ja? Nein, er hatte vor ein paar Wochen eine Erkältung gehabt, aber ja, klar. Die hat er soweit überstanden, nur halt dieses Husten. Ja, er hustet, ist mir eben auch schon aufgefallen. Ich möchte die Lunge einmal noch mal. Magst du dich noch mal kurz hinsetzen? So, dann kann die Frau Doktor noch mal. Genau, bleib mal so sitzen. Jetzt huste mal ganz tief Luft, bitte. Mal ganz tief Luft. Super machst du das. Und weiter. Warte jetzt einmal noch mal von vorne. Kann das irgendwie mit zusammenhängen, mit der vergrößerten Milz? Kleinen Moment bitte, ich kann sie gerade nicht so gut hören, Augenblick. Sehr gut. Und noch einmal. Sehr gut. Gut, ja, über der Lunge hört man eben auch schon ein bisschen Rasselgeräusche. Mhm. Also so eine leichte Bronchitis hat er da sicherlich auch. Ich denke, da sollte er erstmal ein bisschen Kochsalz hier bei uns inhalieren. Und wir müssen ihn auf jeden Fall auch stationär aufnehmen, um es weiter abzuklären. Ich würde gerne einmal, dass wir einmal Blut abnehmen. Gut. Ja, soll ich direkt? Gleich? Ja, würde gut, ich. Dann mache ich wir das. Wir machen gleich mal einen kleinen Pieks. Wir müssen ein bisschen Blut von dir abnehmen. Ist aber nicht so schlimm, oder? Genau. Kriegst du das hin? Ich würde schon gerne auch noch eine Kernspinnenuntersuchung durchführen, ne, wo er so in die Röhre geschoben wird, dass wir dann noch genaue Ursachen für diese Vergrößerung der Milz dann rausfinden können. Wir haben da eine Kernspinnenuntersuchung des Abdomens durchgeführt und ein großes Blutbild anfertigen lassen. Hierbei zeigte sich eine ausgeprägte Leukozytopenie, das heißt eine Verminderung der weißen Blutkörperchen, die unter Umständen schon auf eine sehr ernstzunehmende Krankheit hindeuteten. Woran der Sohn erkrankt ist, kann Dr. Kauderbach noch nicht sagen. Zudem will sie Milos Mama nicht noch mehr beunruhigen. Doch als die Medizinerin die Testergebnisse mit der Familie bespricht, kommt der alleinerziehenden Mutter bald selbst ein furchtbarer Verdacht. Milo hat das ja ganz tapfer gemeistert mit der Kernspinnuntersuchung. Prima. War gar nicht so gruselig da drin in der Röhre, ne? Hast du toll gemacht. Sehr schön, prima. Ja, wir haben dann auch das Ergebnis jetzt. Und zwar, ich kann Ihnen das mal zeigen. Guck mal, das ist das Ergebnis von der Untersuchung, als du da eben in der Röhre warst, von der MRT-Untersuchung. Also es zeigt sich letztendlich nichts Auffälliges. Hier ist eben die vergrößerte Milz. Sonst ist das alles soweit in Ordnung. Also wir haben keine organische Ursache und auch kein Trauma, also keine Verletzungsfolge finden können, die eben diese vergrößerte Milz erklärt. Das ist ja einerseits schon mal ganz schön. Andererseits haben wir allerdings nur noch in den Laborwerten, da haben wir auch schon die meisten Werte inzwischen vorliegen, da zeigt sich schon eine Leukozytopenie, das heißt, die weißen Blutkörperchen sind ziemlich stark erniedrigt. Hätte er eine Entzündung, eine Infektion, wären die im Normalfall erhöht. Das heißt, wir müssen da schon unter Umständen davon ausgehen, dass es sich halt doch auch um was Schwerwiegenderes handelt. Weil das Kalb hat der Kinderarzt ja eben auch eingewiesen, dass wir da halt jetzt genauer in die Diagnostik hineingehen. Ne? Dürfte ich Sie dazu vielleicht kurz mal was fragen? Zeig mal meine Hände. Ich meine, ich weiß, ich soll ja nicht im Internet recherchieren, aber ich habe da noch mal nachgelesen und da steht, dass bei so einer Verringerung der Leukozyten und einer vergrößerten Milz, dass das ein Hinweis auf Leukämie sein kann, auf Blutkrebs. Ja, allerdings muss ich schon sagen, leider könnte es sich natürlich auch in so eine Richtung entwickeln. Also wir müssen da jetzt noch weitere Untersuchungen durchführen, aber es ist so von den Symptomen und von den Befunden bisher muss man da auch wirklich an eine ernste Erkrankheit denken. Es war offensichtlich, dass die Mutter des kleinen Patienten deutlich nervöser war als er selber. Während der kleine Milo nur unter seinen körperlichen Beschwerden litt, schleppte die Mutter einen schrecklichen Krankheitsverdacht mit sich herum. Die verängstigte Mutter hat inzwischen Milos Oma informiert, die sofort in die Klinik gefahren ist. Die 70-jährige Heide betreut ihren Enkel regelmäßig, damit seine Mutter länger arbeiten kann. Bei ihrem Krankenbesuch kommt allerdings etwas Erstaunliches ans Licht. Ich glaube, ich habe die Oma gefunden. Ja. Hallo, Mama. Oh, mein Spätzchen, was machst du denn hier? Du, was machst du denn hier? Du wirst untersucht. Und? Mama. Was denn? Wie siehst denn du schon wieder aus? Oh, was ist? Hat ja wohl ein Vogel auf die Jacke gemacht. Ach, das habe ich wohl, glaube ich, übersehen.
Gehen wir mal kurz ins Bad, machen wir das kurz okay, weg. Okay, okay. Wir sind gleich wieder da, Melo. Deine Oma und du, ihr versteht dich ja richtig gut. Wo habe ich den Eindruck, oder? Mhm. Was macht ihr denn so zusammen? Nach der Schule komme ich immer zu Oma und backe mir was. Und dann helfe ich immer bei den Käfig reinigen. Aber psch, das ist ein Geheimnis. Hast du mit Oma ein Geheimnis? Okay. Welche Geheimnisse habt ihr denn? Melo. Welche Geheimnisse? Mama. Was denn? Was habt ihr denn für Geheimnisse, Schatz? Wir haben keine. Milo hat mir gerade erzählt, dass er mit Oma ein Geheimnis hat. Manchmal ist es aber ganz schön wichtig, dass man Geheimnisse auch verrät. Weil vielleicht kann uns das ja helfen, um deine Erkrankung genauer feststellen zu können. Hm? Ja. Was hat es mit der Erkrankung zu tun? Ja, vielleicht können Sie noch mal genauer erzählen. Er hat mir erzählt, dass er die Käfige zu Hause bei Ihnen reinigt. Ja, aber bei mir ist doch alles gesund. Die Tiere sind alle gesund. Wer macht die Käfige sauber? Ja. Was für Tiere hat denn die Oma? Katzen und Vögel. Katzen und Vögel? Mhm. Okay. Und was für Vögel sind das? Wellensittiche. Glauben Sie, da gibt es einen Zusammenhang zwischen den Tieren und seiner Erkrankung? Also ich sag mal, wir sollten es auf jeden Fall mit in Betracht ziehen und da auch noch mal weitere Diagnostik dann laufen lassen. Ne? Das kann unter Umständen, kann uns das vielleicht auf den richtigen Weg führen. Eine vergrößerte Milz und eine verminderte Zahl der weißen Blutkörperchen können definitiv Anzeichen für eine Leukämie sein. Deshalb war es für den Jungen unter Umständen lebensrettend, wenn wir eine andere Diagnose finden würden. Ich hoffte darum, dass die Tiere der Großmutter bzw. ihre Hinterlassenschaften die Auslöser für Milos Erkrankungen waren. Für Mutter Marie ist das Warten auf die endgültige Diagnose der reinste Albtraum. Dr. Kauderbach hat sofort weitere Untersuchungen veranlasst. Doch erst am nächsten Morgen treffen die Ergebnisse aus dem Labor ein. Die Kinderärztin hat nun Gewissheit, woran der kleine Milo leidet. Und? Bingo! Bingo! Das war's! Mhm. Super! Da haben wir ja die Diagnose gestellt. Komm ich mal mit. Ich kann gleich mal zu Ihnen gehen. Hallo! Hallo! Ach, was spielt ihr denn da schon? Oh. Gibt es etwas Neues? Ein Gewinner. Er gewinnt. Ein Gewinner. Mau, mau, ein Gewinner. Mau, mau, stimmt's? Super. Sehr schön. Gibt's so, was Neues? Ja, und zwar haben wir gerade das Ergebnis des Schnelltests bekommen. Und da haben wir jetzt das Ergebnis, dass Milo die Papageienkrankheit hat. Mhm. Papageienkrankheit wird durch Tröpfcheninfektionen von Vögeln übertragen. Das können Wellensittiche sein, das können aber auch Papageien sein, je nachdem. Und ist eine hoch ansteckende Krankheit, wenn man eben, sagen wir mal, direkt damit in Kontakt kommt. Ist meine Mama da jetzt auch krank? Ist an sich nicht zu erwarten, weil sie hat ja keine Symptome. Aber bei Milo passt das eigentlich sehr gut, weil er auch schon vor 3 Wochen eben schon diesen Luftwegsinfekt hatte mit dem Husten. Dann jetzt diese Auffälligkeit der weißen Blutkörperchen und eben diese Vergrößerung der Milz. Das passt eben alles wirklich sehr, sehr gut zusammen. Und es ist jetzt wichtig natürlich, dass wir das, nachdem wir das diagnostiziert haben, jetzt auch entsprechend behandeln. Und zwar muss er 10 Tage jetzt Antibiotikum bekommen. Und danach sollte sich sowohl die Splenomegalie, also die Vergrößerung der Milz, als eben auch diese Leukozytopenie, die Verminderung der weißen Blutkörperchen, dann wieder völlig zurückbilden. Und er wird dann wieder ganz gesund. Aufatmen bei der Familie, dass es sich nicht um Leukämie, sondern um die mit Antibiotika behandelbare Papageienkrankheit handelt. Milos Oma war nicht infiziert und hat die Vögel nach einer tierärztlichen Behandlung einem guten Freund anvertraut.